In ganz Europa gibt es aktuell Bauernproteste. Überall sind tausende Landwirte auf der Straße und blockieren Häfen, Autobahnen und sogar das BR-Hauptgebäude. Doch davon siehst und hörst du nichts in den aktuellen Mainstream-Medien. Also unbedingt dranbleiben, um alle aktuellen Hintergründe zu erfahren. Los geht's! In mehreren europäischen Ländern gehen seit Wochen die Landwirte gegen die Agrarpolitik ihrer Regierung sowie die Vorgaben der EU auf die Straße. Unter anderem in Deutschland, Frankreich, Belgien, Griechenland, Portugal und Italien blockierten Bauern mit ihren Traktoren wichtige Straßen. Die Forderungen der Bauern reichen von mehr finanzieller Unterstützung, die Kosten der EU-Umweltvorschriften auszugleichen, bis hin zu weniger Regulierung der alltäglichen Arbeit. Sie haben auch mit Auswirkungen der Inflation auf die Energie- und Kraftstoffpreise sowie der Konkurrenz durch billigere Importe zu kämpfen. Der Stern titelte dazu wie folgt: Bauern auf den Barrikaden, warum Landwirte in Europa hier protestieren. Die großen Bauernproteste sorgten in Deutschland für ordentlich Aufsehen und auch anderswo in Europa demonstrieren die Landwirte. Treiben sie die gleichen Probleme um? Blockierte Autobahnen, heißt es weiter, Kolonnen von Traktoren und wütende Bauern. Nicht nur in Deutschland bringen Landwirte jetzt ihren Frust derzeit lautstark zum Ausdruck. Von Rumänien bis nach Litauen und Frankreich wird blockiert und protestiert. In Frankreich stehen weitere Proteste an. Doch wie man in Frankreich aktuell protestiert, das sehen wir hier. Ja, hier versucht man gleich in der französischen Hauptstadt die Lieferketten zu unterbrechen, indem Traktoren hier die komplette Straße aufreißen. Und hier versucht man von seitens der Polizei Herr der Lage zu werden und die Bauern hier komplett zu blockieren, die sich wiederum innerhalb kürzester Zeit hier wohl einen anderen Weg gesucht haben. Und hier sehen wir nochmal, wie die Franzosen die Autobahn förmlich blockieren. Mit alten Autoreifen, mit Feuer auf der Straße. Und angesichts solcher Bilder sind die Proteste meiner Meinung nach in Deutschland ja wirklich sehr, sehr ruhig verlaufen. Und hier haben wir einen Landwirt, der anscheinend einen Mistwagen hier komplett vor einem französischen Regierungsgebäude auslädt. Und hier sehen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung, welche Auswirkungen die Bauernproteste auf die Innenstadt von Frankreich hier gehabt hat.
Und auch die französische Regierung ist mittlerweile komplett eingeknickt. Hier schreibt das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt, Frankreich Regierung gibt nach, aber Bauerndemos gehen weiter. Die Bauern waren Paris zuletzt immer näher gekommen und hatten Blockaden aus Heuballen und brennenden Misthaufen auf die Straßen und wichtigen Autobahnen errichtet. Am Donnerstag wurden den französischen Landwirten nämlich neue Maßnahmen und eine Verbesserung der Verhältnisse versprochen. Unter anderem sollen hier Importe stärker reguliert und besteuert, um den Verkauf französischer Produkte wieder anzutreiben. Und auch bei den Blockaden des Handelshafens im belgischen Zeebrugge am Donnerstag wurden Automobillieferungen stundenlang hier verhindert. Bis zu 2000 Speditionsfahrzeuge sollen laut Reuters vor dem Hafen hier gewartet haben. Weil tausende Landwirte die belgischen Straßen dicht machen, kam es diese Woche vermehrt zu Lieferengpässen in belgischen Supermärkten, etwa mit Milch, aber auch bei Babynahrung. Am Donnerstag hatten die Demonstranten eine 200 Kilogramm schwere Statue vor dem EU-Parlament umgestoßen und ein Bild der Verwüstung auf dem Place de Luxembourg hier hinterlassen. Die EU hatte den Landwirten nämlich zuvor bei Besprechungen keine ernstzunehmenden Zugeständnisse gemacht und die Lage durch Importabkommen mit der Ukraine sogar noch einmal verschärft. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen behauptete dennoch, man würde auf die Bauern hier hören. Und auch in Griechenland fuhren hunderte Traktoren durch die zweitgrößte Stadt Thessaloniki und schwenkten schwarze Fahnen als Zeichen des Untergangs der Landwirtschaft. Ein Traktor symbolisierte die Aussage durch einen Sarg auf seiner Maschine. Die Proteste erzielten nämlich hier die gewünschte Wirkung. Der griechische Premierminister Mitsotakis teilte am Freitag die Verlängerung der Sondervergünstigung auf den Agraldiesel um ein Jahr mit. Anders geht es da den Landwirten in Deutschland. Hier wurde nämlich am Freitag mit dem neuen Haushaltsentwurf für 2024 endgültig der Abbau der Steuerentlastung des Agrardiesels beschlossen. Entsprechend gingen auch hierzulande wieder hunderte Landwirte auf die Straße und in München wurde das Funkhaus des Bayerischen Rundfunks am Freitag stundenlang blockiert. Von 4 Uhr morgens an versperrten etwa 100 Fahrzeuge das Hauptgebäude des öffentlich-rechtlichen Senders. Die Organisatoren kritisierten ganz klar die aktuelle Berichterstattung in den öffentlichen Medien und sehen die aktuellen Proteste der Landwirte und Mittelständler als falsch und einseitig dargestellt. Sie fordern Sendezeit und möchten die Verantwortlichen hier aktiv zur Rede stellen. Die Menschen, die bei solchen Protestaktionen mitmachen, sind besorgt, weil ihre Unternehmen hier in Schwierigkeiten stecken und sie wollen nichts anderes, als dass die Menschen in diesem Land das gerade verstehen. Sie sind sauer auf die aktuellen Medien, weil sie wieder mal offensichtlich als rechtsradikal hier dargestellt werden. Einige Bürger finden auch, dass die vielen Demonstrationen gerade in Bayern in den lokalen Medien nicht richtig gezeigt werden. Besonders in Oberbayern, wo es viele Bauern, Handwerke und kleine Unternehmen gibt, werden gerade diese Aktionen dieser Leute einfach ignoriert.
Ja, was sagst du denn zu den aktuellen Bauernprotesten in ganz Europa? Schreib's mir gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Und was hältst du auch hier von den Medien, die versuchen, gerade solche Informationen hier zum Teil unter den Tisch zu kehren? Schreib's mir rein, ich bin gespannt. Ich lasse hier jede Meinung zu, egal ob ihr da pro oder contra seid. Denkt bitte immer nur, haltet euch an die YouTube-Richtlinien, bleibt sachlich und beleidigt hier niemanden. Teilt das Video auch gerne mit so vielen Leuten wie möglich, damit auch hier jeder diese Missstände sieht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns gleich im nächsten Video.